Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crash for the Vegetarian zurück bei Let's Play. Oh, Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. Manometer, der Bergschrein nimmt einfach hier kein Ende. Und okay, da ist wenigstens Ende Gelände, weil der Weg ist eingestürzt. Also heißt es, dass wir hier weiter müssen. Oh, zwei Schätze? Aber da ist ein Schild, was bedeutet das? Links Silberschild, rechts Sakralschild. Welches begehrst du? Ich würde dann sagen, das Silberschild, ne? Das heißt, das andere kann ich nicht kriegen. Nein, da ist dann schon die Truhe offen. Das ist schade. Okay, dann war es also hier in diesem Raum. Ist dann hier das Ende Gelände. Wenigstens. Aber was haben diese Transportteleport dazu bedeuten? Immerhin haben wir jetzt mal ein Silberschild bekommen. Diese magischen Transporter, besser gesagt. What the? Werde ich direkt zum Eingang teleportiert? Bleib doch von mir weg, du blöder Spacko. Alter. Die wollen auch keine Ruhe geben, ne? Kann es auch nicht lassen. Naja, ich glaube, den Raum habe ich ja schon fertig erkundet, ne? Ich muss noch mal zurück zur Statue von der Miller, weil noch bin ich nicht ganz fertig mit und vor allem bin ich noch nicht ganz fertig mit dem Zwischenraum mit den einen. Noch bin ich da nicht ganz damit fertig. Also das machen wir noch und dann werden wir zur Statue der Miller aufkreuzen und also begeben und noch einige Klassen hochsteigen lassen. Hier zum Beispiel Lukas darf er jetzt zu einem Baron werden. Während Python jetzt zu einem Bogenritter werden kann. Und dazu muss ich erstmals. Dazu muss ich erstmals hier zur Statue der Miller gelangen. So. Ach, da ist immer noch einer. Flexen so genäht, wie viele Gegner sind da noch? Ihr könnt es auch nicht lassen. Was? Mal sehen, ob Seraphim wirklich hier. Oh, Seraphim ist einfach nur heftiger Zauber. Bam. Overkill. Und jetzt hier sein neuer mächtigster Zauber. Ja, damit macht er ihn fertig. Boah, wie er schnell damit zuschlägt. Was? Der zweite Ver. Das ist doch echt nicht euer Ernst. Komm jetzt, beende es. Beende es einfach. Ja, bitte, du darfst. Mach ihn jetzt down und kümmern wir uns gleich um den nächsten.
Na, na, na. Und mal langsam mit den jungen Pferden. Oh yeah. So gefällt mir das. Diese Wertesteigerung. Ja. Mach ihn fertig. Der kann eh keine Magie mehr einsetzen, wenn er nur noch ein KP hat. Die Statue der Müller muss ich ernsthaft dringend wiederfinden, weil... Es müssen sich auch alle erholen. Ich muss dafür jetzt leider wieder den Gegenstand opfern, aber was... Was soll's, ne? Wenn man sich dafür wieder erholen kann... Oh. Da kriege ich eh was dafür. Knoblauch! Hatte ich, glaube ich, noch nie. So, Zeit mal eine Opfergabe dazu bringen mit einem Wein aus Rahm. So, mit der Erschöpfung komplett verfliegt. Und dann wird es Zeit für eine neue Klasse für Lucas. Oh ja. Lucas werde nun zu einem Baron. Es wird Zeit. Oh, nice one. Whatever it takes to see the task through. Schwerer Panzer. Und du, Python, solltest jetzt mal als Bogenritter durchgehen. Da versteckt sich auch noch seine Defensivwert. Wahrscheinlich die ultimative Bogenklasse. Aber ich könnte mich auch irren. Oh, cool, Mann. Das sieht krass aus. Well, if this is what you want. Sicher muss es sein, mein Guter. Sicher muss das sein. Nice. So, dann gucken wir jetzt noch weiter. Wir sind ja noch nicht fertig mit der mit den Raumerkundungen. Also gehen wir dann noch mal zurück. Ich froh ich bin, dass ich tatsächlich jetzt neue Klassen habe wieder. Damit wird meine Gruppe wieder um einiges stärker. So, zack. Gleich so viele von denen und einige haben Stahlschilder. Oder einer zumindest. Ja, da sollte man mit Magie draufsetzen gegen den. Das ist wieder dein Job. Oh, der könnte sie alle gleich erledigen. Aber es gibt. Das kostet ganz schön viele KP wieder mal. Wundert, das ist ein mächtiger Magieangriff. Wem wundert's also? Der macht saumäßig viel Schaden. Deswegen solltest du ihn wieder ein paar KP zurückgeben. Schade, da reicht dann auch nicht viel Level ab. So. Bam. Alright, let's go. So, zeig's ihm an. Bam. Und tschüss. Leave this to me. Lieber nicht, lieber nicht. Das überlasse ich dann lieber ihr. Seraphim. So, schon ein bisschen Schaden im Voraus und du kannst ihm jetzt den Rest geben. So einfach geht das.
Ja, jetzt kannst du mal deine neue Klasse erproben. Ja, sogar zweimal angreifen und kaum Schaden nehmen. Hat er einen Kick gegeben oder was? Krasse Kacke. Er ist echt hardcore, der Bursche. Und wieder Overkill. Meine Fresse. Das ist auch wieder sein muss. So, mein Lieber. Echt Wahnsinn. Was aus dir geworden ist, mein Lieber. Jetzt reitest du auch auf dem Pferde. Schon cool. Ja, auf die Knie, Freundchen. Aber die geben kaum noch EP, also die sind jetzt nicht mehr wirklich wert, diese Gegner. Die sind jetzt überhaupt nicht mehr wert. Höchstens für die für diejenigen, die noch den geringsten Level ihrer neuen Klasse haben. So, kann sich glauben, dass ich tatsächlich daran vorbeigekommen bin. Hier ist er dann. Yep. Hier war dieser Raum. Aber ich bin ja noch nicht ganz fertig mit den Erkunden, ne? Ich habe da noch einiges zu sehen. Kommt wieder jemand aus den Gräbern. Ach komm schon, das hat nicht geklappt. Das ist wieder gefährlich, wenn die Sonne auf mich zukommen. So. So sieht es doch schon viel besser aus. Aus meiner Perspektive jedenfalls. So, killst du erstmal den hier. Du mal ordentlich Erfahrungspunkte bekommst. Haha, Crit mit sowas. Das gibt 93 Schaden. Nicht schlecht. So. Ja, da können die selbst kaum noch was ausrichten. So stark ist er schon. Aber ist er jetzt gelähmt, oder? Ja, leider. Lähmungsklauen haben leider ihre Wirkung gezeigt. Na schön. Nosferatu hat sogar eine hohe Trefferquote, recht hohe Trefferquote dieses Mal. Oh, und sogar Crit, ey. Na also, warum immer nur die physische Angriffskraft? Die bringt auch kaum was. Warum nicht gleich die? Fähigkeiten. Ah, schade, verflixt. Die sind schon heftig stark. Aber nicht stark genug gegen sowas. Die können wirklich kaum. Die geben wirklich kaum EP.
Trotzdem sind sie so stark, eigentlich. Easy pickings. Ach, kommt nicht her. Ich will jetzt nicht irgendjemand anderen herschicken, um einen weiteren zu erledigen, wo dann die restlichen vielen angreifen. Da habe ich jetzt keinen Bock. So. Gift. Seraphim, komm schon. So. Sehr schön. Schon wieder die physische Angriffskraft. Warum? Die Fähigkeiten sollten noch verstärkt werden. Ach, was weiß ich, was da. Ich soll das vielleicht nicht so hinterfragen hier. Bringt eh nichts, wenn ich das so mache. Und noch ein. So. Es sieht so beeindruckend aus in dieser Rüstung. Overallbot tut es ja genauso, also. So sieht's aus. Man, I need a nap after that. Du kannst nachher noch genug pennen, mein Freund. Jetzt erstmal müssen wir gucken, dass wir den Raum vervollständigen, dass ich jetzt keinen Schatz übersehen habe. Bevor wir dann hier diesen Part beenden. Dann endlich mal mit den nächsten großen Kämpfen weitermachen. Das bringt nichts. Ich muss mich denen stellen. Die nerven nur unnötig rum. Wenigstens konnte das jetzt treffen. Ja, einfach fertig machen, mein Freund. Warum nicht gleich von vornherein? Ach. I can count on you. All right, let's go. So. Fine, twist my arm. Mach ihn fertig. Und tschüss. Matilda? Oh Mann. Allow me. Na, bei ihm sieht es schon ein bisschen besser aus. Komischerweise. Na, dann füge du ihn erstmal Schaden zu. Oh. Pray this ends quick. No thank you required. Na, ich bedanke mich trotzdem, mein Guter. Das war hervorragende Arbeit. Seraphim ist wirklich ein heftiger Zauber. Okay, ich mit Stark kann ich das schnell überspringen. Mann, dieser Raum ist riesig. Ja, hier bin ich gerade hergekommen, ne? Oder hier komme ich wieder zurück zu den
Schatzraum. Hier ist ja sonst nichts. Ich glaube, vielleicht sollte ich es dann lieber lassen. Mich dann lieber rausbegeben, bevor ich hier noch zu viel Zeit verschwende. Aber immerhin. Wir haben einiges hier an Fortschritten leisten können. Unsere Gruppe ist jetzt um viele stärker. Da ging es jetzt ein... da drin Zombie. Ich habe das Gefühl, dass ich doch eh schon alles gesehen habe, ne? Alles bis auf... Nein, das hier. Hier, den Raum habe ich ja noch gar nicht fertig erkundet. Ja, wieder mit ein paar Schrecken. So, und tschüss. Die gute Claire bekommt da wirklich nur wenig EP. So viel steht schon mal fest. So. Aber so ist dasselbe gilt auch für ihn, für den guten Lucas. Das braucht man schon ein bisschen Sorgen. So, Level 5. Aura. Das klingt nach einer ziemlich starken Magieattacke. Gespannt darauf, sie in meinen Action zu erleben. Alright, let's go. Leave this to me. Okay. Und tschüss. Sie kommt da auch bald auf Level 10 hoch. So. Aber dann werde ich auch gegen den nächsten Kampf gegen diese Hexe wirklich gut vorbereitet sein. Dass ich erstmal bei ihr bin. Oh man, 120, ey. Moment, das sind 126 sein hier. 129, besser gesagt. War das eine 9? Ich habe das jetzt gerade nicht richtig sehen können. So. Gibt's hier wieder nur ein paar Fässer. Wo es wahrscheinlich ein paar, ein oder zwei Gegenstände gibt, aber mehr auch nicht, ne? Ja, sieht ganz so aus, als war, es wäre hier wieder nichts Brauchbares. Also an sich war das nur für einen Kampf hier, dieser Raum. Für mich auch nicht. Dann kann ich ja jetzt mal diese Schrein hier verlassen. Ich hoffe, ich komme dort wieder hin, wo ich hergekommen bin. Ja. Da nichts wie raus hier. Jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier. Nichts wie raus hier, aber schnell, schnell. Die Gegner lassen wir natürlich aus.
gibt's eh nichts mehr. Also. Nichts wie raus hier, aber. Flux. Ach nee. Lass mich doch in Ruhe. Na schön. Ist dann aufs Maul. Bitte. Ah. Ihr seid auch echt lästig, wisst ihr das? Kann dann echt ganz schön auf den Keks gehen. Aber damit ist jetzt Schluss. Nein! Damit trifft er nicht, das darf denn wahr sein. Schön, dann willst du ihm jetzt hoffentlich den Rest. So. Komm schon, das schaffst du. Oh yeah. So, jetzt auch Schluss hier. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht gegen den nächsten auch noch kämpfen, der hier lauert. Ich habe jetzt keine Lust auf weitere Spackos. Ich will jetzt endlich hier raus, verdammt. Ach, wie hat er mich... Verdammt nochmal, sind die lästig. Doch rechts herumgeschlichen. So, vorbeigekommen. Ha, 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 ha. Und tschüss, ihr Lappen. Ja, raus hier. In die frische Luft. Wappen halten du mal leibhaftig für das Erlernen und Anwenden von Orms ultimative Fähigkeit. Oh. Okay, ein Achievement. Puh, boah, dieser Bergschrein, der war was. Aber hey, wir haben gleich doppelt so viele Klassen hochsteigen können, wie ich es erwartet hätte. Und das könnte bald wieder zu einer weiteren werden. Oder zu einer oder zwei weiteren. Wir dürfen abwarten und gespannt sein. Und ja, wenn euch so gefallen, wusstet, Daumen nach oben und Kommentare nicht vergessen. Dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Oh, your crush, oder wie geht's denn? Bis nächsten Part von Let's Play. Fire Emblem Echoes, schön, dass ihr verletzt. Also, Wiedersehen und tschüss, Leute. Now you know